Auch die Fans haben da am Anfang eine große Rolle gespielt und ich würde Köln als meine zweite Heimat bezeichnen. Und sonst so Fächer wie Chemie und Physik oder sowas mochte ich irgendwie gar nicht. Also ich habe natürlich nicht abgeschrieben, so, aber musste mir halt dann mal jemand helfen. Wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Corona vergeht und dass alle Menschen, die leben, die Gesundheit erfahren. Ich glaube, man freut sich auf jedes Spiel. Ja, und vor allem Leverkusen oder Gladbach mal zu vernichten. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Robin, und heute hat mich die DJVK in Geisburg heimgeschickt, um für euch die beiden Youngsters Jan Thiermann und Noah Katterbach begrüßen zu können. Hallo ihr beiden, wollt ihr euch einmal kurz vorstellen? Hi, ich bin Jan Thiermann, bin 18 Jahre, komme ursprünglich aus Trier, bin beim FC seit 2017 und spiele im Mittelfeld. Hi, ich bin Noah, ich bin 19 Jahre, bald 20 Jahre jetzt, spiele auf der linken Verteidigerposition und bin beim FC seit 2007. Ihr beide seid ja auch echt noch jung, ihr könntet auch beide meine großen Brüder sein, weil meine Schwester ist nämlich genauso alt wie ihr. Jan, du bist ja seit der U17 in Köln und Noah, du sogar schon seit dem Probetraining im Alter von 7 Jahren. Wie sehr habt ihr euch mittlerweile an die Stadt Köln gewöhnt und ist Köln schon eine Heimat für euch? Ja, also ich würde schon sagen, dass Köln die zweite Heimat ist. An die Stadt Köln kann man sich, glaube ich, schnell gewöhnen. Auch die Fans haben da am Anfang eine große Rolle gespielt und ich würde Köln als meine zweite Heimat bezeichnen. Ja, also für mich ist Köln auf jeden Fall jetzt schon meine erste Heimat, würde ich sagen. Ich habe mehr Zeit hier verbracht als zu Hause, als ich jung war, und meine Eltern sind auch gern hier und kommen mich oft hier besuchen, und ja, ich würde sagen, Köln ist jetzt schon meine Heimat. Und Noah, du bist als Schulkind immer von deinen Eltern aus der Eifel zum Training gebracht worden und hast auf der Fahrt dann Hausaufgaben gemacht. Bist du mal rechtzeitig vor dem Training fertig geworden oder musstest du dann nach dem Training spät abends nochmal was machen? Ja, also ich hatte ja 2 Stunden Zeit, wenn man Hin- und Rückfahrt zusammennimmt. Da habe ich eigentlich schon relativ viel fertig bekommen. Und falls ich mal was nicht geschafft habe, ich habe natürlich nicht abgeschrieben, so, aber musste mir halt dann mal jemand helfen. Gut. Ihr beide wart ja im Sportinternat, oder seid ihr noch da? Da bin ich schon etwas neidisch, weil ich stelle mir das total spannend und aufregend vor, in einem Internat zu wohnen. Ist ja fast so wie bei Harry Potter. Wart ihr denn auch zeitgleich dort oder habt ihr in der Klasse auch nebeneinander gesessen? Ja, wir waren zeitgleich dort. Ich glaube, 1-2 Jahre waren wir dort. Aber das Sportinternat hat grundsätzlich nichts mit der Schule zu tun. Wir sind auf 2 verschiedene Schulen gegangen. Und Noah hatte sein eigenes Zimmer, ich habe mein eigenes Zimmer. Und dort ist man auch mit vielen verschiedenen Sportarten. Deswegen ist es schon aufregend und ich glaube, du wirst dich da auch sehr gut machen. Uns wurde halt trotzdem einiges abgenommen. Also es kam einmal die Woche schon eine Frau, die hat geputzt und Staub gewischt. Aber dafür mussten wir halt auch unser Zimmer selber ordentlich halten, damit sie auch in Lecken kam. Ja, es war ja schon mal super interessant, das alles zu hören. Dann schwenken wir mal rüber zu eurer Fußballerkarriere. Ihr habt ja beide schon ganz besondere Momente in euren Karrieren erleben dürfen. Jan, was war denn bisher für dich deine schönste Erinnerung in deiner Karriere? Deutscher Meister 2019 in der U17? Also die Deutsche Meisterschaft in der U17 war schon ein prägendes Ereignis. Aber ich glaube, was ich selber zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht hätte, dass man das noch toppen kann. Ein paar Monate später mit dem Profidebüt gegen Leverkusen, also das war dann schon nochmal eine Stufe toller. Ja, bei mir auch auf jeden Fall mein Profidebüt gegen Schalke damals. Und ja, so Spiele wie gegen Leverkusen im eigenen Stadion, wo noch Fans waren, wo einfach die Stimmung geil war und wo man dann den Heimsieg holt, sowas sind halt geile Erlebnisse. Jetzt bin ich mal gespannt auf eure Antworten auf diese Frage. Wenn ihr einen Spielerwunsch frei hättet und Geld keine Rolle spielen würde, wen würdet ihr zum FC holen und warum? Ich glaube, ein Top-3-Spieler der Welt, beispielsweise Messi oder Ronaldo, würde sich beim FC, glaube ich, gut machen. Und ich glaube, das ist ein Traum von jedem Kind, mal mit so großen Namen zusammenspielen zu können. Ich würde, glaube ich, Kylian Mbappé holen.
weil er ist zurzeit einer, der einfach durch Leistung präsent ist und auch noch jung ist und auch noch eine Entwicklung vor sich hat, die nach oben geht und ja, vor allem jemand ist, den man noch lange halten kann, so, weil Messi und Ronaldo sind ja schon am Karriereende, deswegen würde ich, glaube ich, Mbappé holen. Was war denn bisher der coolste Geburtstag, den ihr persönlich erlebt habt? Also ich glaube, der 18. ist der beste. Und Jan, du hast ja mal einen Tandemsprung geschenkt bekommen. Konntest du den denn mittlerweile schon einlösen? Nein, wegen Corona noch nicht, aber da bin ich auch gar nicht unfroh. Ich habe da ein bisschen die Sause vor, aber ich glaube, wenn Corona vorbei ist, werde ich mich der Sache mal annähern. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Und Noah, du hast ja auch zwei junge Katzen, das habe ich auf Insta gesehen. Wie heißen die und machen die viel Blödsinn? Oder hast du auch noch andere Haustiere? Nee, ich habe also zurzeit nur zwei Katzen. Die heißen Travis und Migos. Das sind zwei Brüder. Die sind halt schon, also wenn man die beobachtet, da muss man schon oft lachen, weil die schon ab und zu sehr viel Blödsinn machen. Aber die sind auch verschmust, also ist eigentlich für mich perfekt. Was war denn so der peinlichste Moment, den ihr in eurer Karriere oder auch privat je erlebt habt? Ich glaube, das Aufnahmeritual hier in der Profimannschaft, wenn man dann singen muss vor allen und noch ganz neu ist, ist, glaube ich, schon sehr peinlich. Wenn nicht sogar der peinlichste Moment, und sonst wird mir da, glaube ich, keiner einfallen. Ja, würde ich auch sagen. Macht ihr beide dann auch mal privat was zusammen? Und wenn ja, was nervt euch am jeweils anderen? Oder auch so? Jan und ich haben das Vergnügen, dass wir, wenn wir im Hotel sind vor Spielen, immer auf einem Zimmer sind. Aber ich komme eigentlich mit Jan relativ gut klar, sonst mich stört eigentlich nichts. Und ja. Ja, bei mir ist es genauso. Der Noah, der zockt ab und an gerne mal im Hotel, und dann wird er auch mal ein bisschen lauter. Das ist das Einzige, wo ich sage, das würde mich ein bisschen stören. Lass uns jetzt noch eine schnelle Tempofrage machen. Ich stelle euch ein paar Fragen, so wie Sommer oder Winter, und ihr antwortet einfach, was euch besser gefällt. Verstanden? Pommes, Hut oder Wies? Hut. Wies. Vanille oder Schokolade? Schokolade. Vanille. Morgenmensch oder Nachteule? Nachteule. Nachteule, ja. Mettbrötchen mit oder ohne Zwiebeln? Mit. Ohne. Berge oder Meer? Meer. Meer. Spider-Man oder Batman? Batman. Batman, ja. Coupé oder Cabrio? Coupé. Coupé. Musik lieber auf Deutsch oder auf Englisch? Englisch. Beides. Netflix oder Instagram? Netflix. Rumpelkammer oder Ordnungsfreak? Ordnungsfreak. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. Kaffee oder Tee? Tee. Tee, ja. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne Butter, ganz klar. Keine. Wer was anderes sagt, lügt. Der ist kein. München-Gladbach oder Leverkusen? Gar nichts von beiden. Was ist das denn für eine Frage? Okay, danke erstmal für eure ehrlichen und lustigen Antworten. Ich finde das alles total interessant und spannend. Jetzt habe ich auch noch ein paar Fragen aus dem FC Kids Club an euch, die ich euch gerne stellen möchte. Sophie, 11 Jahre alt, fragt, wie lange und wie oft am Tag trainiert ihr denn so? Ja, das kommt ganz drauf an. In einer normalen Woche haben wir einmal, zweimal Training am Tag, und so ein normales Training kann von einer Stunde bis eine Stunde 30 gehen oder manchmal auch in der Vorbereitung länger. Und ja, dann hat man eigentlich jeden Tag in der Woche Training, außer nach einem Spiel hat man mal einen Tag frei, und das ist so der normale Ablauf. Luca, 6 Jahre, möchte von Jan wissen, wie bist du so super schnell geworden? Ich glaube, das kann man ein Stück weit trainieren, aber das ist auch ein Stück weit angeboren, also die Grundschnelligkeit. Und sonst eigentlich auch nur durch normales Training. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich habe extra Schnelligkeitstraining gemacht. Das kommt mit der Zeit. Und wenn nicht, dann kann man da auch, glaube ich, trotzdem dran arbeiten. Okay. Und Lili Elf hat eine Frage an Noah. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich glaube, das ist eine bekannte Frage, die man sich schon oft gestellt hat. Der Klassiker ist ja, dass man sagt, ich wünsche mir noch weitere 5 Wünsche oder sowas.
Aber wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass Corona vergeht und dass alle Menschen, die leben, die Gesundheit erfahren. Das ist ein sehr guter Wunsch. Und ich weiß, es gibt viele, viele Mädels da draußen, die an dieser Frage interessiert sind. Seid ihr noch Singles oder bereits in festen Händen? Ja, ich bin glücklich vergeben. Ich bin Single, aber momentan nicht auf der Suche. Okay, dann wissen die Mädels ja alle Bescheid. Wer, denkt ihr, ist euer allergrößter Fan? Wollt ihr zum Abschluss noch ein paar Worte in die Kamera an euren treuesten Fan richten? Jo, Jan, ich wollte mich bei dir bedanken, dass du so treu an meiner Seite bist und vielen Dank dafür, ne? Mein treuester Fan ist nicht Noah, ich glaube, mein treuester Fan ist meine Familie und meine Familie, die weiß aber auch, dass ich dankbar bin, dass sie hinter mir stehen und ich glaube, ohne die wäre ich nicht so weit gekommen. Ja, meine Familie auch. Okay, vielen Dank zum Abschluss nochmal hier richtig schöne Worte. Das Interview mit euch hat mir riesig Spaß gemacht. Ihr seid beide echt mega sympathisch und lustig. Bleibt so, wie ihr seid und vor allem bleibt gesund. Und bis dahin, bis bald, euer Robin. Ciao. Danke dir auch. Ciao, danke. Viel Gesundheit. Ciao, ciao.